Hallo, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir. Ich würde dich mal gerne dazu einladen, weil mich in der Richtung gerade so viele Mails erreichen und der ein oder andere Post hier auch in der Gruppe in der Richtung an Kommentaren aufgetaucht ist, dass es so schwer fällt, einfach authentisch zu sein, dass es so schwer fällt, uns einfach ja, authentisch zu sein, so wie wir sind. Es liegen so viele Bewertungen und Verurteilungen und Beurteilungen überhaupt über uns, dass etwas so und so zu sein muss, dass wir einen guten Schulabschluss machen müssen, dass wir dann eine Lehre machen müssen, dass wir dann eine Ausbildung machen müssen oder ein Studium machen müssen, damit etwas aus uns wird. Das fängt natürlich schon viel, viel früher an, in der Kinderstube schon. Iss deinen Teller auf. Damit etwas aus dir wird, nichts bist du schon. So dieser klassische Satz, den wir alle auf unterschiedlichste Art und Weise tausendfach gehört haben. Und so ist es uns gar nicht bewusst, dass jeder von uns, du, ich, absolut jeder, einzigartig ist und eine vollkommene Persönlichkeit. Und mit diesem Verbiegen, mit dieser Vorstellung, ich muss so und so mich verhalten, ich muss so und so reden, ich muss so und so ausschauen, meine Frisur muss so und so sitzen oder keine Ahnung was alles oder das geht doch nicht, weil, das kann ich doch nicht machen, weil, was denken denn die anderen von mir und, und. Wie viele Bewertungen und Beurteilungen sind da drauf? Ich lade dich dazu ein, dir das bitte mal bewusst zu machen und dir mal zu erlauben, vielleicht im allerersten Schritt überhaupt den Gedanken mal zu denken, dass du so, wie du bist, eine einzigartige, wunderbare Persönlichkeit bist. Und dass du so, wie du bist, dir auch erlauben darfst, authentisch zu sein, so, wie du bist. Ich würde dich gerne mal dazu einladen, dich nicht zu verbiegen. Einfach mal authentisch dich selbst zu sein, so wie du das hier in dir fühlst, in deinem Herzen. Und dass du es niemand anderem gerecht machen musst, nur dir selbst. Du bist die einzige Person, die vom ersten Atemzug bis zum letzten Atemzug mit dir zusammen ist. Deshalb musst du es nur oder darfst es nur dir selbst gerecht machen. Und deshalb darfst du auch dein eigener Maßstab sein und dir erlauben, auch authentisch zu sein. Begib dich mal so, wie du bist, so wie als kleine Kinder haben wir uns alle einfach gegeben. Wir waren einfach da. Wir hatten keine Bewertung oder Beurteilung über uns selbst. Als wir das Licht der Welt erblickt hatten, das kleine Baby, das hat keine Bewertung oder Vorstellung, wie es zu sein hat. Das sind alles Schleier, die später über uns gelegt werden. Deshalb erlaube dir mal wieder so ein bisschen die Energie von dem kleinen Baby zu sein und einfach authentisch zu sein, so wie du bist. Das kommt aus dem Herzen heraus und das berührt letzten Endes dann auch die Herzen von anderen Menschen. Und nicht nur das, wenn du dir erlaubst mal, dich nicht zu verbiegen, dich nicht zu verurteilen, dich nicht zu beurteilen, sondern dir erlaubst einfach mal so zu sein, wie du bist. Kommst du deinem Seelenplan, deinem wahren Kern, deiner eigenen Gabe, deinen eigenen Stärken viel, viel rascher und viel, viel näher wieder. Deiner eigenen Kraftquelle selbst, das, was in dir ist. Also erlaube dir oder öffne dich zunächst mal, wenn es ganz schwer fällt, im ersten Schritt überhaupt mal dem Gedanken, dass du so, wie du bist, auch so sein darfst. Ganz authentisch, dass du dich so zeigen darfst, dass du so sein darfst, dass du dich so geben darfst, dass du so sprechen darfst, dass du dich so verhalten darfst, so wie du es in dir, in deinem Herzen fühlst. Erlaub dir das. Fühl mal hinein, wie gut sich das anfühlt, wie leicht sich das auch anfühlt, denn das ist dann auch mit Leichtigkeit getragen. Es ist im Prinzip ganz einfach. Wir haben nur so viele Schleier über uns und denken oftmals auch so kompliziert. Und das hilft dir ganz, ganz viel,
deinem Seelenplan näher zu kommen und den dann eben zu entfalten und zu entwickeln. Okay, also diese Einladung hier noch an dich. Und ansonsten nochmal der kleine Hinweis, morgen Montag, 21 Uhr, startet die 5 Tage Ich ändere was Challenge, wo ich jeden Abend hier von 21 Uhr bis etwa 21.30 Uhr live bin und auf deine Themen und Fragen dazu eingehe, deinen Seelenplan zu entdecken, zu leben, wenn du vielleicht Angst vor Behördenkram hast, wenn du Angst hast, dich zu zeigen oder was auch immer dich gerade bewegt, komm da unbedingt hier in die Gruppe, stell mir gerne live deine Fragen, damit ich da auch direkt drauf eingehen kann und dir eben da in der Richtung helfen kann. Nutz dieses kostenfreie Coaching. Okay, alles Liebe, wünsche dir noch einen wunderschönen Abend. Bis morgen. Tschüss.